So, auf in den neuen Tag. Heute hat niemand Geburtstag, aber morgen, heute ist Freitag, okay. Oh, guck mal, da ist alles fertig geworden. Und wir haben einen Brief, den holen wir uns gleich nachher. Ah, das ist die... Nehmen wir mal einen, da war doch... Hier, Cherry, ja genau. Also, Kirschmarmelade, hallo, hier. Das da, so. Oh, guck mal, da ist auch was fertig. Das waren die Kartoffeln. Da hinten auch noch eine Kartoffel. Und... Nee, das ist aber noch nicht fertig. Ja, das braucht noch einen Tag. Und da, die komme ich ja nicht dran hier. Nein. Ja gut, dann nicht. Moment, ich muss, wenn ich da zu diesem Tümpel hin will, da lang laufen. So, wieder neu. Achso, geht ja nicht. Wieder neuen Köder rein. Dann will ich gleich nochmal was anpflanzen. Ja. Moment, was habe ich jetzt gemacht? Ach doch, ja. Ja, ich habe das die Kartoffeln im Inventar gesucht und nicht gleich gefunden. So, da hinten war. Ah, guck mal, da ist auch noch was. Und da war noch ein Platz frei. Oh, da oben auch eine Ecke. So, da auch. Ja, das kommt daher, dass das alles so durcheinander ist. Ach so, da kann ich ja nicht durch. Okay, so, weg damit und Inventar leer machen. Das kann verkauft werden, das auch. Ja, die Kartoffeln haben wir auch mal weg. Okay, dann sammle ich das noch ein hier. Na, komm. Komm noch mit. Ja, so. Und dann muss ich mich um die Tierchen kümmern. Das weg, das weg, das weg. So, ihr... Ah, oh, Moment, die Tonnen wieder voll machen. Womit mache ich die mal voll? Hier, da haben wir noch Rhabarber und ansonsten... Ach, oh, genau das hier. Das da... Beet? Ja, komm. Komm mit hier, alles, alle mit rein da. Da hatte ich noch eins. Nein, nicht aufessen. So, jetzt aber. Ah, da hatte ich noch eins. Okay. So, jetzt aber. Das hier noch und das da. Dann kriegen wir die drei auch voll, wenn da alles reingeht. Aber sollte wohl, ja doch. Genau. So, die drei machen noch. So, jetzt aber endlich zu euch. Da haben wir wieder Tuch und keine neue Wolle. Oh, ein Ei schon wieder reingeschmissen. Ja, auch gut. So, da nochmal eins. Und wir haben immer noch keine Hasenpfote. Oh, ich bin ja gespannt, wann wir die kriegen. So, da machen wir Platz und das dahin, das dahin und das Ei dahin. So, dann sollten wir die Dinge alle voll kriegen. Ja, tatsächlich, kriegen wir auch. Ja, schön. So, dann haben wir hier noch, doch keine Wolle mehr. Gut, dann eben nicht. Dann auf zum Großvieh. Ja, das mit in der Reihe stellen, das klappt heute nicht so gut. Aber vielleicht kriegen wir das nochmal hin. So, irgendwann in den nächsten Tagen. Das ist doch sehr praktisch. Aber alles so dicht auf einem Haufen stehen, ist auch praktisch. Hallo, Ziege melken. Was denn jetzt? Dann machen wir mit der Kuh weiter. So, jetzt aber. Ah, genau. Jetzt geht's bei dir auch. Und bei dir auch. Und dann haben wir noch eine Kuh da oben. So. Alle waren dran. Sehr gut. Moment, ich packe eben den Eimer wieder weg. Und das mal dahin. So. Und da... Muss ich erst wieder nachladen. Ja, geht auch noch. Schau mal, wir kriegen alles voll hier. Und das auch. So, gut. Jetzt dürft ihr auch raus.
sind wir alle durch. So, jetzt haben wir 11 Uhr. Können dann noch ein bisschen Heu ernten. Da wächst ziemlich gut nach, das gefällt mir. So, das soll hier weg. Will ich hier nicht haben. Ja, was machen wir? Ach so, genau. Wir müssen zu Robin. Das wollte ich ja gestern noch machen, aber ich habe es vergessen. Ach so, Brief. Ja, komm. Dann lesen wir jetzt den Brief. Hallo. Entschuldigung. Ich bin nicht gut im Briefe schreiben. Ich habe einen Metallbarren zu viel gemacht. Und ich dachte, du könntest ihn mögen. Ja, gerne. Er hat einen zu viel gemacht. Gut, ja, danke schön. So, dann packen wir den zu unserem Material und dann laufen wir mal zu Robin. Ach, oh, da haben wir ja noch was im Inventar. Moment, das kann aber auch weg hier. Was verkauft werden kann. Ja, das kann alles weg hier. Die Kirschen will ich aber aufheben und diese. Was war das? Beet heißt das ja auf Englisch, ja? Also rote Beete im Deutschen. So, ich nehme jetzt mal kein Holz und keine Steine mit. Wir gucken erstmal, was. Da wächst schon wieder ein Pilz. Ja, das ist gut. Wir gucken einfach mal, was denn da so zu machen ist. Und dann, ja, vielleicht machen wir was davon. Schauen wir mal an. Da muss ich runter. So, jetzt habe ich nur noch 9 Eis. Okay. Ja. Was kauft? Ja, mal schauen, was sie denn so da hat. Ja, gut. Holz und Stein. Ja, eine Weltkarte. Oh, so eine will ich haben. Einen Anker will ich auch haben. Ich weiß zwar nicht, wohin damit, aber will ich jetzt mal haben. Woodcut Rug. Can be placed inside your house. Ich weiß nicht, was das ist. Ist auch egal. Kalender habe ich. Floor TV. Ich glaube, ich habe einen großen. Und der ist... Der ist günstiger als der Billigfernseher. Ja, gut. Oh, Plasmafernseher. Oh, der ist aber teuer. Ja, ich gucke sowieso die Fernsehen. Was? Der Möbelkatalog kostet 200.000? Hand weg von der Maus, ja? Also Hand weg von der Maus. Provides unlimited access to almost every furniture item from the convenience of your home. Das heißt, ich muss nicht zu Robin, sondern kann von zu Hause aus das aussuchen. Aber kaufen muss ich es dennoch. Ach nö, ich laufe lieber zu Robin. Wooden Brazier Recipe. Ja, ich kauf's mal. Rezepte kaufen mag ich eigentlich immer ganz gerne. Komm, ich habe genug Geld, ich kann das alles kaufen. Oh nein, nein, jetzt habe ich tatsächlich diesen Katalog gekauft. Aber das war ein Versehen. Kann man das irgendwie rückgängig machen? Nein, ich will das rückgängig machen. Geh weg. Ja, ich will dich gar nicht. Scheiße. Jetzt habe ich diesen blöden Katalog. Ja, ich komme nicht umhin. Ja, dann habe ich jetzt diesen blöden Katalog. Dann habe ich ja wieder Grund, Geld anzuhäufen. Ja, gut. So, ich will jetzt hier Upgrade House. Ja, gucken wir mal da. Kostet 50.000. Ja, habe ich jetzt. Habe ich tatsächlich immer noch. 150 Stück Hartholz. Ja, weiß ich nicht, ob ich das habe. Müsste ich nachschauen. Aber ich brauche jetzt noch kein größeres Haus. Lieber mal hier Farmgebäude. Bauernhofsgebäude. Nö, haben wir ja schon. Und ich will nicht mehrere haben. Haben wir auch schon. Haben wir auch schon aufgewertet. Brunnen. Nö. Nö, brauche ich nicht. Sowas da. Ja, das wäre eventuell sinnvoll. Ja. Stein, Ton und Kupferbarren. Noch ein Silo. Oh, eine Mühle. Ja, das genau. Das ist was Neues hier. Allows you to create your flour from wheat
and Sugar from Beets. Ah, das ist interessant. Ich will eine Mühle haben. Die ist auch gar nicht teuer. Okay, schauen wir mal, was es noch gibt. Ein leeres Gebäude. Whatever you like. The interior can be decorated. Kostet 300 Holz. Ist interessant, ja. Einen Iridiumbarren. Ja, ich glaube, den habe ich gar nicht, oder? Doch, einen könnte ich haben. Den Rest hätten wir. Stein, oder? Haben wir so viel Stein? Weiß ich nicht. Es ist 1 Uhr. Wir haben noch Zeit. Also, jetzt habe ich diesen blöden Katalog gekauft. Ja gut, nutzt ja nichts. Also erstmal nach Hause. Dann hänge ich mal die Sachen auf, die ich da habe. habe ich noch getönt, ne? Hand weg von der Maus. Ja gut, ich meine, das hat ja auch geklappt. Weil beim Rezeptekauf dann. Gut, also die Weltkarte. Wo will ich die jetzt hinhaben? Ich glaube, die will ich da über dem Bett haben, wenn das da hinpasst. Jawohl, da passt sie hin. Der Anker, kann ich den... Den kann ich da irgendwo hinstellen. Dann will ich dann den wirklich mal draußen hinstellen. Oder kann ich den draußen nicht hinstellen? Den kann ich draußen gar nicht hinstellen. Na gut, dann muss er drin irgendwo hin. Ja, aber wo? Dort hier irgendwo? Nö, dann sieht man ihn ja kaum. hier an den Ofen? Nee, ah, oder da, hier. Must be placed on wall. Okay. Dann muss er an die Mauer. Dann stellen wir den da hinten in die Ecke. Ach, Moment, der muss an die Mauer. Ah, jetzt kapiere ich das. An die Wand. Ja, dann will ich ihn da über dem Teddybären hinhaben. Da, okay. Och, da macht das sich gut. Okay, haben wir jetzt noch was hier? Nee, also ja, diesen Katalog, aber außer diesem Katalog nichts. Kann der dahin? Ja. Okay, und jetzt probieren wir das Ding aber auch aus. Das kostet mich jetzt gar nichts. Echt? Ah, das ist interessant. Das kostet mich jetzt gar nichts mehr. Ach, das ist so interessant. Also ich meine, ich brauche es nicht, aber... China Cabinet. Also China ist Porzellan. Artist Bookcase. Das finde ich interessant. Kaufe ich mal. So, Luxury Bookcase. Nö. Modern Bookcase. Also, ja. Bücherregale sind eigentlich immer gut. Aber da ist so viel. Totempfahl. Was es alles gibt. Eine kleine Pflanze. Dekorative Schüssel. Futanbär. Also ich glaube, das ist das, was wir schon haben. Ein Globus. Oh, ich will auch einen Globus haben. Wo ich das Zeug alles hinstelle, weiß ich noch nicht. Oh, ein Modellschiff aber auch. Das weiß ich noch nicht. Ja, wir werden schon was finden. Und wenn nicht, dann, ja, ist auch egal. So, Pflanzen habe ich draußen genug. Nicht, dass ich die auch noch gießen muss. Ah, einen Christbaum. Der hier so nicht heißt, was ich ganz gut finde. Eine moderne Lampe. Och, nö. Da haben wir Gemälde. Ach nö, das finde ich zwar gut, aber ist jetzt erstmal nicht so interessant. Da haben wir den Anker, ja. Ach, dann hätte ich mir den gar nicht kaufen müssen. Hätte ich jetzt hier gekriegt. Naja, egal. Miner's Crest. Oh, sowas will ich auch haben. Monster Danglers. Aha. Trophäen sind das. Okay, Fernseher habe ich sowieso schon. Weiß nicht, was für einer, aber... Ja, egal. So, Globus. Dahin. Ich glaube, der muss mal weg hier. So, das Bücherregal. Oh, das ist groß. Kann das vielleicht... Ja, nee, das passt da nicht hin. Da, das macht auch wenig Sinn. Wo soll ich denn das Bücherregal hinstellen? Mitten in die Küche oder so. Dahin? Nee. Ach, dahin. Direkt da daneben, genau. Das
glaube, so macht das sich gut. Und dann haben wir noch diesen Stuhl, diesen dicken. Moment. Packe ich mal. Kann man das drehen auch irgendwie? Egal, packe ich mal da hin. So, dann war da aber noch was. Dies und jenes. Das kommt doch sicherlich an die Wand irgendwie. Nö. Und das Schiff? Das kommt an die Wand. Ja. Nö. Ach so, kann nicht an die Mauer platziert werden. An die Wand. Ja, dann eben nicht. Wo soll ich den ganzen Mist jetzt hinstellen? Hierhin. Dann laufe ich immer dagegen. Ich kann das ja wieder wegmachen. Hier, ich pack das einfach mal. Ach so, das muss an die Wand. Okay. Das muss an die Wand. Dann will ich das mal dorthin machen. Moment, ich muss das erst wegmachen und das dann dahin. Ja, genau. Und das Bild, ja. Ja, das muss an die Wand. So, okay. Ja, okay. Ja, Katalog. Na gut. Nutzt nichts. Geld ist ausgegeben. Im Grunde tut's mir nicht weh. Was will ich denn mit so viel Geld? Ach so, ich wollte ein Gebäude kaufen. Ja, richtig. Also so Farmgebäude. Halt, ich brauche, was brauche ich denn? Hartholz. Oh, da haben wir aber nicht viel. Ich brauche 150. Ich nehme mal das hier mit. Stein haben wir auch nicht so viel. Und Kupferbarren braucht immer noch. Und hier Lehm. Es ist ohnehin schon zu spät für heute. Okay. Dann werden wir... Moment, ich muss mal eben gucken, wie es mit dem Magier aussieht. Och ja, okay, das sieht gut aus. Wir reiten nochmal in diesen geheimen Wald und holen uns Holz. Dieses Hartholz. Ja, dann weiß ich ja... Nee, aber Moment, das braucht er ja für das Haus. Für das große Wohnhaus. Das eilt ja erstmal nicht so, aber es ist natürlich nicht verkehrt. Ach, guck mal, der Wagen ist auch da. Ja, dann schauen wir doch mal. Freitag und Sonntag, glaube ich, ist er da. Also wegen des Hauses, das hat er noch Zeit. Eine geröstete Haselnüsse. Ach komm, ich kaufe mir mal welche. Hab so viel Geld ausgegeben, dann kann ich das jetzt auch noch machen. Quality Sprinkler. Ich glaube, da brauche ich einen für... Ja doch, ich kaufe jetzt einfach mal einen. Eisenzaun. Nee, das brauche ich jetzt auch nicht mehr. Das kriege ich ja sowieso alles durch den Katalog. Rare Seed. Ah, okay. Ja, nehme ich mal mit. Mal schauen, was das ist. Okay. Auf in den Wald. So, bleib du mal da stehen. Ich gehe da zu Fuß hin. Eigentlich kann ich das Pferd auch mitnehmen, aber ja, egal. Ich muss sowieso immer wieder abspringen dann und, oh ja, das ist so aufwendig. Nö, muss nicht sein. So, was haben wir hier? Wild Horse Radish. Was ist Horse Radish nochmal? Meerrettich doch, oder? Und dann also wilden Meerrettich haben wir da. Auf jeden Fall haben wir hier Hartholz und das will ich alles haben. So, und dann da unten noch irgendwo. Ich will gleich nochmal nach links schauen, was da noch so alles ist. Wir können auch mal die Angel da ins Wasser halten. So, für 150 Stück Hartholz müssen wir 10 Mal rein. Dann haben wir, und alles ab, ernten hier. Dann haben wir 120. Also brauchen wir noch 30. Das heißt, wir müssen noch 3 Mal rein. 13 Mal also. Wenn ich richtig gerechnet habe. Okay, da ist jetzt so nichts weiter. Dann will ich mal ein bisschen angeln. Wenn wir schon mal hier sind. Vielleicht kriegen wir ja was Interessantes. Vielleicht wieder diesen Woodskip. Den gibt's ja nur hier, soweit ich weiß. Nee, eine CD. Eine kaputte CD. So, aber jetzt sieht mir nach Karpfen aus. Halt, ich will den... Ja, ich komme da gar nicht weg. Von dem Fisch, wenn ich die Kiste haben wollte. Ach, den Woodskip,
den, ich weiß es nicht, was es auf Deutsch heißt, den kann, ja, den kann man wohl dann auch nur zu einer bestimmten Jahreszeit kriegen oder so. Oder nur im Winter, glaube ich, war das, ja, weiß ich jetzt nicht, aber ist ja auch egal. Wir angeln noch ein bisschen und morgen gehen wir nochmal zu Robin, hallo. Gehen wir nochmal zu Robin und gucken mal, was wir da so an Gebäuden kriegen. Nö, irgendwie ist da immer viel Alarm. Oder bin ich zu langsam? Hm. So, jetzt war ich wohl schnell genug. Ja, ich glaube, ich warte vor immer zu langsam. Achso, Moment. Da hat was gebimmelt und ich hab gedrückt. Nö, er musste ich ja gar nicht. So, einen Karpfen haben wir. Einen langweiligen Karpfen. So, jetzt aber war ich wieder schneller. Ja, das ist nochmal ein Karpfen. Naja, okay. Es ist hier auch so hell, fällt mir gerade auf. Hier wird es irgendwie nicht dunkel oder nicht so richtig. Hm. Also eigentlich, es ist kurz vor 11. Es müsste eigentlich dunkler sein. Wenn wir rauskommen, ist es bestimmt dunkler aus. Also raus aus dem Wald hier. Ja, siehst du, da ist es richtig Nacht. Das finde ich aber auch cool, dass es da, dass es da so dunkel, dass es so hell ist dann. Ja, es ist ja auch ein verzauberter Wald. Haben wir hier was Interessantes? Da sollte es eigentlich Frühlingszwiebel geben. Also Frühlingszwiebel ist, das war das Sellerie, glaube ich. Da unten gibt es noch irgendwas, ja. Hier doch, ja. Nein. So, jetzt. Oh, ich werde schon müde. Ja, okay. Und die Maus oder Katze oder was auch immer verkauft für immer noch Hüte, aber ich habe ohnehin schon so viel und weiß nicht, wohin damit. Die sind wahrscheinlich wirklich nur zur Zierde. Ich hab da ja mal was gekauft, ich weiß nicht mehr genau was. Wahrscheinlich kann man die einfach nur so kaufen, ja, weil es schön aussieht. Und das war's dann. Oh, guck mal, da ist ja auch noch was. Und gleich wieder was rein. So. Jetzt aber ab nach Hause und ins Bett. Halt, da ist der Weg. Oh, ganz schön weit wieder nach links. Ja, da vertue ich mich immer. Nö, das lasse ich jetzt mal drin hier, da. Leere ich ein andermal aus. So, da sind wir wieder zurück. Und ich reite auch wieder quer übers Feld. Ach ja. Das kann weg, das kann weg. Das da und das da auch. Was ist denn das hier? Ach so, die habe ich gekauft zum Futtern. Ja. Ja, ab ins Bett. Habe ich die Stelle zugemacht? Ist mir jetzt egal. Ich gehe ins Bett. So. Rein da in die Stube, in die Kiste. So. Ja, haben wir wieder ordentlich was eingenommen. Aber ja. Drei Karpfen. Ja, okay. Gut.